Na gut, dann wollen wir uns mal angucken, wie sie sterben. Also ein Haustier ist schon mal hier von zwei Goblins umzingelt. Da haben wir noch einen Hund, der gerade beschossen wird. Weil es sind natürlich auch alles hier Goblins mit Fernkampfwaffen. Wie soll es auch anders sein? Ich sehe da einen Bolzen fliegen, aber der kommt von außerhalb der Karte. Ist auch ein wenig irritierend. Der fliegt auf den Zwerg dazu. Und da haben wir ein Zwergenkind, das eventuell aber fliehen kann. Das Doofe an der KI ist nur allerdings, dass sie meistens direkt vor den Goblins weglaufen. Was ja eigentlich okay ist, aber sie laufen halt direkt weg. Und dann sind sie so weit von dem Eingang entfernt, dass sie dann einen Bogen laufen. Und die Goblins aber näher dran sind und sie so abfangen können und so permanent von dem Eingang fernhalten. Zumal die Zwerge auch nicht wirklich viel schneller sind als die Goblins und die Goblins Fernkampfwaffen haben. Also ich denke mal, alle Zwerge, die hier jetzt so sind, kommen nicht durch. Außer vielleicht der da noch. Aber gut, ich sollte nicht zu viel spekulieren. Machen wir einfach weiter. Zack, Haustier tot. Oh, noch ein Ambush. Genau. Warum sollten auch die drei überleben? Es wäre doch viel zu langweilig, wenn Gerogon neue Zwerge bekommen würde. Jetzt ist natürlich der zweite Trupp, oder dritte, ich weiß nicht, wie viele das hier unten sind. Ich glaube, es sind zwei. Einmal ein Fernkämpfertrupp, einmal ein Nahkämpfertrupp. Der dritte Trupp steht natürlich direkt vor der Treppe, schmunzelt sich einen ab und taucht jetzt auf, wo die Zwerge darunter wollen und wird die alle nach und nach niedermähen. Drück mal weiter. Was war das? Noch ein Überfall? Okay. Ich sollte mal ganz kurz runtergucken, ob hier auch irgendwo welche sind. Nee, sind noch nicht. Und die Fallen sind anscheinend bestückt worden. Das ist sehr gut. Wir haben nicht sehr viel Zeit. Aber eventuell hat ein Mechaniker noch Zeit, eine Käfigfalle aufzustellen. So, mit einem kaputten Chat-Mechanismus? Nein. Na gut, versuchen wir zwei. Wir haben ja auch hoffentlich noch mehrere Mechaniker. So, also die werden auch noch aufgestellt. Und sobald die Goblins oben mit den Zwergen fertig sind, versuchen wir hier unten die Tür wieder zu schließen. Aber noch haben wir ja einen Zwerg, der mindestens. Oh ne, zwei. Ah ne, das ist einer von unseren. Das ist ein Mainhauler. Und du bist der Mechaniker. Unsere Zwerge sammeln wieder irgendwelche Sachen ein. Okay, das mit den Fallen aufstellen in letzter Minute, das lassen wir jetzt. Und stellen lieber den Befehl ein, dass sie ja, in ihrem Barrow bleiben sollen. Weil ich will nicht auch noch die Zwerge verlieren, die zu unserer Festung gehören. Dass die ganzen Migranten jetzt sterben müssen, ist schon schlimm genug. Aber unsere Alteingesessenen, nee, 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 nee. Ihr bleibt jetzt alle inside. So, gucken wir uns das Debakel weiter draußen an. Oh, es sieht gar nicht so schlecht aus. Die laufen jetzt alle weg. Die Goblins sind ein Ticken langsamer. Und sie verfolgen den einen Zwerg. Dadurch können die restlichen Zwerge alle runter. Hey, das läuft echt gut. Eins, zwei, drei Zwerge sind durch. Da ist Nummer vier. Also, ich gucke mir nicht an, wie die anderen jetzt alle da abgeschlachtet werden. Noch ein Überfall. Noch mehr Goblins. Juhu. Trupp Nummer 4. Ich wollte ja nur mal so mitzählen zwischendurch. Also für den sieht es nicht gut aus. Aber vier neue Zwerge. Hey. Oder auch nicht. Wo kommst du denn jetzt her? Du bringst den Zwerg da gerade um. Na komm schon. Zwerge, geht da schnell hin. Der ist abgelenkt. Ah, der Zwerg ist tot. Du einer Zwerg. Bitte, bitte wenigstens ein Zwerg. Lauf da runter. Ich sollte einfach weggucken. Es tut mir jetzt einfach nur weh, dass die Zwerge so doof sind und nicht da runterlaufen in die Festung, sondern stattdessen einfach dran vorbei und in die Hände des nächsten Goblins. So, du. Sei bitte intelligent. Ja, danke. Was mich daran erinnert, hier muss immer noch eine Falltür hin, wenn wir mal Zeit haben. Ich sehe keine. Oh, da ist ein Kind. Der ist aber hoffentlich flink genug.
Und läuft dem komischen Tier da in die Bresche. Da sind noch mehr Wildtiere. Da ist irgendein toter Zwerg. Hält das Kind kurz an. Und was kommt jetzt? Eine Karawane von Godem Etom. Das ist unsere Zwergenheimat. Und wo kommt die? Die kommt hier an. Bei den Goblins. Okay, das könnte jetzt Segen oder Fluch sein. Entweder haben sie ganz viele Wachen dabei und bringen jetzt alle Goblins um, wodurch wir uns unten keine Sorgen mehr machen müssen. Oder sie haben zu wenig dabei, sterben alle und die Zwergenheimat ist stinkig auf uns, weil wir die Karawanen nicht beschützen können. So. Wow, das sind mal richtige Zwerge. Zack, Goblin tot. Nicht, dass unsere Zwerge nicht richtige Zwerge sind, aber sie sind halt nicht so stark auf der Brust. So. Was kommt jetzt schon wieder? Ein Ambush. Truppnummer, ich habe vergessen mitzuzählen. 6? Da können sie doch gleich eine richtige Invasion machen. Aber das sind mal eben jetzt 30 bis 40 Goblins, die hier sind. Also ist egal, wie viele Wachen die dabei haben. Das wird nichts. So, das Kind ist tot. Karawane. Die Karawane bringt fleißig einzelne Goblins um. Es ist so weit, so gut. Oh, dafür bringen die Goblins die Karawanenhändler um. Ich glaube, der ist verwundet und da laufen zwei Goblins hinterher. Zack. Komm, Wachen, geht zu euren Händlern. So, der Händler läuft panisch hin und her und eine Horde Wildschweine taucht auf der Karte auf. Okay. Wachen da auf den. Ich glaube, der Goblin haut die ganze Zeit auf das Kamel ein. So, Goblin ist tot. Sehr schön. Dafür ist da unten jetzt ein Trupp Fernkämpfer. Und wirklich das Feuer eröffnen. Aber nee, die Fernkämpfer sind warum auch immer, vielleicht haben sie keine Munition mehr, weil sie auf unsere Giganten geschossen haben, in den Nachkampf gegangen und werden jetzt niedergemäht von den Wachen. Ja, das läuft doch richtig gut. Also, überall sterben Zwerge und Goblins und Tiere und Kinder und was weiß ich. Aber es läuft trotzdem ziemlich gut für uns. Weil unsere Zwerge tangiert das irgendwie gar nicht. Und wir haben, glaube ich, sogar ein, zwei Zwerge plus gemacht. Ja. Ich denke mal, die restlichen Goblins werden jetzt entweder fliehen, weil so viele von ihnen gestorben sind. Ich weiß nicht ganz genau, wie die Dynamik da ist. Oh, und der ist verwundet und braucht echt lange. Okay, also entweder fliehen die alle oder sie sammeln sich und gehen dann runter und versuchen, unsere Festung zu stürmen. Hoffentlich lassen sie sich damit nicht allzu lange Zeit, sonst sind unsere, in Anführungszeichen, unsere Wachen von der Karawane in der Festung drin und beschützen uns nicht mehr wirklich. Also erst, wenn es zu spät ist. Ah, da oben kommen sie. 3, 6 Goblins sind schon mal hier. Noch irgendwo welche? Hier unten waren die Fernkämpfer, da sind aber keine mehr. Überall Blut, oh weia. Kommt schon, Goblins, seid ein bisschen schneller. Ich denke, die Karawanenwachen werden jetzt schon durch sein. Ich guck mal nach oben. Ja, da ist die Karawane. Ah, das ist nicht gut. Türen schließen, ja oder nein? Da kommt noch ein Händler. Aber er hat keine Wache mehr. Das ist, glaube ich, der angeschlagene Händler, der ein, zwei Treffer abbekommen hat. Wunden? Nee, hat er nicht. Warum ist er dann so langsam? Wahrscheinlich vollgestopft mit irgendwelchen Metallbarren. Ah, nee. Keine Pause. Kein Spiel weiterlaufen lassen. Wir müssen erstmal überlegen. Türen abschließen oder nicht. Unsere Miliz ist nicht erwähnenswert. Also, nee, echt nicht. Ja, das können wir knicken. Wir haben jetzt alle eingestellt, dass sie bei ihrem Borrow bleiben sollen. Das heißt, wir können unten auch nur bedingt die Fallen aufstellen. Außer wir stellen sie woanders hin. Wäre das eine Möglichkeit? Wir könnten hier Fallen aufstellen. Dafür dürften wir genug Zeit haben. Also wir machen jetzt Käfigfalle. Hier. Käfigfalle. Das ist keine gute Stelle für eine Falle. Die können ja einfach die andere Seite benutzen. Also nochmal. B, Shift, T.
Käfigfalle. Dahin. Ich muss nur darauf achten, dass ich nicht das Artefakt aus Versehen benutze. Sonst haben wir aber freie Bahn. Ich glaube, wir haben so an die 20 Käfige oben gehabt. Also die Hälfte des Stockpiles. Das heißt, ich mache das jetzt erstmal alles voll. Ne, hier erstmal nicht. Das wird eh eine ganze Weile dauern, bis das fertig ist. So, dann gucke ich mal ganz kurz auf unsere Einheitenliste. Wie viele Mechaniker haben wir? Wir haben 4, die rot sind, die also als Mechaniker tauglich sind. Ist nur die Frage, ob sie auch den Beruf haben. Das heißt, wir zoomen mal zur Creature. Profession. Labor. Andere Jobs. Unter was ist Mechanik? Engineering? Ja. Du machst dann bitte Mechanik an. Was ist der Oberste? Ne, der hat schon Mechanik. Ich glaube, wir hatten den anderen eingestellt. Ja, genau. So, und du bist jetzt auch noch Mechaniker. Und damit müssten jetzt alle 4 Mechaniker sein. Guti. Wir könnten einfach noch irgendwelche Hauler auch den Mechanikerjob einfach mal anmachen. Das ist, glaube ich, gar nicht so eine schlechte Idee. Und unsere Waffenschmiedin hier kann auch. Denn man braucht ja nicht wirklich einen hohen Skill, um die Fallen aufzustellen. Käfig- und Steinschlagfallen sind ja auch relativ simpel. So, und unseren Rüstungsschmied auch. Engineer, Mechanik. Also haben wir jetzt 6 Mechaniker für eine Handvoll Fallen. Das müsste machbar sein, bevor die Goblins antanzen. Die sind ja immer noch hier oben. Und sind ein wenig vorsichtig. Das heißt, sie bewegen sich als Gruppe ein, zwei Felder, bleiben dann stehen, warten, bis alle nachgerückt sind, bewegen sich ein, zwei Felder. Was eigentlich eine super Taktik ist. Komischerweise machen unsere Zwerge das nie. Die stehen einfach als Gruppe rum, dann läuft einer meilenweit vor, dann kommt irgendwann noch einer und noch einer und die sterben dann alle schön nacheinander. Also ja, ich hätte wirklich gerne wesentlich bessere Kontrolle über die Einheiten. Und das nicht nur, weil ich ein Kontrollfreak bin. Also, wir bauen einfach nochmal eine Goldstraße, um das Ganze emotional so ein bisschen auszugleichen. Eine Pflasterstraße bitte. Die Zwerge aus der Heimat werden auch denken, was ist denn da los? Zwerge sterben rechts und links und sie kümmern sich nur darum, ihre Goldstraßen zu bauen. Gerugon, der Sonnenkönig. Goldbarren, da. Und so. Kupfer, Bronze, Gold. Immer noch nur 90 Stück. Das ist gut soweit. Die Karawane kommt, also sollten wir eigentlich auch ein paar Sachen dahin schicken. Crafts haben wir recht viele produziert in der Zwischenzeit. So. Kommt alles dahin. So, müsste auf jeden Fall schon mal reichen. So. Und die sind auch schon die ersten angekommen. Aber das waren, glaube ich, nur 2, 3 Händler mit ihren Eseln. Dürfte also nicht allzu viel Ware sein. Ja, na gut. Also. Wo sind die Goblins? Die Goblins sind nicht mehr oben zu sehen. Ist kein gutes Zeichen. Wo sind die inzwischen angekommen? Da sind 2. Da sind 2. Arbeiten sich also schon durchs Höhlensystem. Ah, was machst du da? Gehst zurück. Ne, du läufst einfach mal hier über die Blutspur, weil das so schön glitschig ist, oder wie? Mann, 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 der lebt echt an der Grenze, der Kerl. So, da kommen die Goblins. Arbeiten sich langsam durch. 1, 2, 3, 4, 5 Stück. Da müssten die Fallen eigentlich reichen. Hauen die jetzt dieses nackte Maulwurfsding um? Nö. Wäre ja auch zu schön, wenn die irgendwie zwischendurch anhalten würden. Gucken wir mal runter. So. Die Fallen stehen noch nicht. Das ist aber auch abzusehen, da die Zwerge gar nicht hier hin dürfen. Wie schaut es hier aus? Oh, sehr schön. Die Zwerge sind fleißig. 1, 2, 3, 4 Fallen stehen schon. 5. ist fertig, außer dass der Käfig fehlt.
Ja, sehr gut. Das heißt, die fünf Goblins werden auf keinen Fall durchkommen. Die werden hier schon abgefangen. Und wenn die restlichen Goblins auch noch kommen, müsste es machbar sein, da hier nochmal welche sind und dann oben in dem Gang auch noch. Gucken wir einfach mal ganz kurz auf die Einheitenliste. Andere. Wie viele Invader haben wir denn? Wir haben nur noch sechs Stück. Der Rest ist tot oder geflohen? Sehr schön. Damit kann ich jetzt schon fast versprechen, dass wir auch diesen Überfall überlebt haben. Sogar verlustfrei unsererseits überlebt haben. Migranten. Guck mal ganz kurz. Wie viele Migranten ohne Namen haben wir? Eins, zwei, drei, vier, fünf Stück. Hey, das ist doch gar nicht mal so schlecht. Und wir haben fünf neue Migranten bekommen. Das ist okay. Damit kann ich leben. Ist nicht sehr schön, dass so viele sterben müssen, damit ein paar leben können, aber so ist halt War Fortress. Na gut, machen wir jetzt mal eine kleine Pause und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis denne.